Toad für Barkley sieht gefährlich aus. Die Wikingerinsel. Ja, mal sehen. So, ein einzelner neuen Kontrolle. Ja, Toad Lord Barkley. Okay. Ihr müsst ein Vorratslager platzieren, meine Herren. Das ist schön. Ich kann wenigstens bauen. Was hat denn der so? Ländereien mit haufenweise Soldaten? Das geht garantiert anfangs auch schief. Platziert euren Kornspeicher, Sire. Ich habe auf jeden Fall ein bisschen was, mit dem ich arbeiten kann, schätze ich mal. Leute kommen auf die Burg. Habe ich Geld? Ja, ich habe ein bisschen Geld, das ist schön. Güter? Ein bisschen was haben wir. Okay. Eure Beliebtheit steigt. Haben wir Waffen? Lanzen wie üblich? Sonst nichts. Ach, habe ich ja schon. Was kann ich kaufen? Das? Okay, ich muss alles selber produzieren. Das sind immer solche Sachen, die mir widerstreben, aber das wisst ihr ja. Naja, ich hoffe mal, die werden nicht direkt auf uns losstürmen. Gott, hat er eine Produktion, aber... Boah, das ist geil. Das hier ist echt gut, wenn das hier funktioniert. Und vielleicht funktioniert es auch hier hinten. Kann ich auch Schwerter machen? Ah, nee, wir haben bloß Pfeile und... Also wir haben bloß Lanzen und Pfeile. Boah, ich hätte das gestern aufnehmen sollen und nicht unter schwarzer Flagge. Stein brauche ich noch nicht so. Wir sind Herzog. Kann ich wenigstens Steuern erheben? Ja, kann ich. Die bauen wir mal hier hin. Wir verlieren ein wenig an Gold, mein Herr. Müssen wir hier irgendwas beachten? Ah, wir haben Jauche, toll. Und ein Wassertrog, das heißt, wir verlieren höchstwahrscheinlich Gebäude durch Feuer. Warten wir erstmal, bis das Holz kommt. Ach, das gehört noch zu unserer Länderei, das ist praktisch. Solange wir noch Holz haben. Aber wir können ja kaufen. Stein lohnt sich nur zum Verkaufen, wie mir scheint. Wir sind bereit. Schönes Symbol. Jetzt eine leckere rauchende Suppe. Ach ja, ich brauche ja auch Ehre. Für Bogenschützen. Das heißt, ich brauche mehr Käse. Die Pfeilproduktion darf nicht zum Erliegen kommen. Wir haben genug Bögen, aber wir haben nicht genug Ehre. Das ist was ich nicht bedacht habe. Die Bauern haben gut zu essen, Sire. Das gereicht euch wahrlich an Ehre. Keine Veränderung in der Schatzkammer, so, my Lord. Bucher. Dann geht auch das. Ich glaube, dann kriege ich auch mehr Ehre, glaube ich. Haben wir Jauche? Ach nee. Das Volk liebt gerade nicht. Sire. Ein Kind, ist das? Ihr scheint keinen allzu großen Wert auf ausgewogene Ernährung zu legen, Sire. Ich würde euch gern mehr geben, aber ich kann nicht mehr machen. Kann ich mich befördern? Ah! Nee, kann ich nicht, schade. Mann, ich hatte gerade so einen Hoffnungsschimmer. Bogenschützen, vorbereiten! Ich glaube, ich sollte auch etliche Lanzen machen. Die kosten mich wenigstens nichts. Habe ich überhaupt noch Bauern? Ein Vielleicht kann ich diese Länderei irgendwie holen und dann komme ich an Brot. Aber das wird nicht so leicht. Jede Länderei, die ich irgendwie in meine Finger kriege, wäre gut. Ich brauche auch mehr Leute. Ich brauche mehr Holz. Ah ja, wir haben
Anscheinend Jauche, die ich nicht sehe. Haben wir Jauche? Ja, aber ich sehe sie nicht. Da kommt er schon. Wie geht es euch heute? Kugelkopf. Ach, hier. Ah, da ist der kleine stinkende Haufen. Was für ein Gestank. Entschuldigung, es gab gestern Boden. Den Wasserdruck würde ich tatsächlich gerne bauen. Ach, ich konnte das Gehölz ja gar nicht bauen. Holzmangel. Ich überlege gerade, ob ich einfach nur einen Steinbruch baue, um Stein zu verkaufen. Das bringt auf jeden Fall was. Da kann ich dann auch die Steuern vielleicht ein bisschen senken. Hat er schon den nächsten? Nee, sieht nicht so aus. Fuhrmannsposten bringt gar nichts. Dann brauche ich trotzdem noch das Haus. Mehr Leute heißt mehr Essen. Jetzt habe ich auch wieder keine Bauern, oder? Rekruten benötigt, Sire. So. Dann brauche ich aber auch wieder eine neue Jauchegrube, glaube ich. Kostet ein bisschen mehr. Bauen wir eine hier oben hin. Dann kommen sie schneller zur Jauche. Den Wasserdruck würde ich auch gerne bauen. Ich glaube nämlich nicht, dass der sinnlos ist. Wie haben wir da schon? Schon 13 Stück. Unsere Sehnen sind gewachsen. Ihr geht mal da hoch. Ich kann halt... Och, ich kann Burgstrukturen bauen. Dann lohnt sich der Steinbruch ja doch. Ich hoffe nur, Barclay hat jetzt auch nicht irgendwelche Megatruppen. Aber ich muss sagen, allein das hier wird schon... Das hier ist eigentlich relativ sinnlos. Wenn ich hier lang laufe, läuft das alles hier rein und das war's. Er ist schon recht stark, glaube ich. Zumindest ist es schon mal eine Anstrengung wert, mit normalen Einheiten hier durchzukommen. Wir müssen ihn aber auf jeden Fall schwächen. Das Schöne ist, wenn man so wenig Wirtschaft hat, sie ist relativ übersichtlich, sichtlich. Wie viel haben wir? 4, das wird besser. Scheint immer noch zu laufen. Kann ich eigentlich beide Nahrungsmittel verkaufen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Nur Äpfel sind verkaufbar. Mehr Arbeiter? Beziehungsweise mehr Holzfäller? Ich rechne schon bald mit dem Angriff. Weil ich paranoid bin. Bisher haben wir noch keine Steine gekriegt. Vielleicht brauchen wir ein paar Steinbrüche mehr. Oh, wir haben 10 Bauern. Waffen benötigt, Sire. Gebt uns nur ein Ziel. Hier geht mal hier hinter. Für unseren Herrn. Die Frage ist, was wir uns als erstes holen. Wahrscheinlich sollten wir die Ländereien alle holen. Müssen wir ja eh. Auch noch geschützt. Das ist schon... Dieser Holzwall ist sinnlos. Denn hier kann ich eh nicht hochlaufen. Hier wäre ein Holzwall sinnvoller. Und der hat auch sämtliche Produktion, so wie es aussieht. Hoffen wir mal drauf, dass er kein... Ihr wisst schon, was hat. Keine Ritter. Dagegen hätte ich jetzt weniger Chancen. Ich würde tatsächlich gern mehr Pfeile herstellen. Auch wenn ich noch habe, fehlt da primär an Ehre. Vielleicht brauche ich auch einfach mehr Lanzen.
Dann sollte ich aber auch das Ding auswählen. Geld kommt rein. Stein läuft auch. Ich glaube, ich muss primär mit, wenn es so, wie es aussieht, mit... Ihr wisst schon, was kämpfen. Ah, meine klassische Liebe für Rundtürme. Ich will sie immer haben. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Es wird weniger, kann das sein. Haben wir noch genug Käse? Käse ist zu wenig. Waffen benötigt. Ich habe Angst, dass wenn ich angreife, dass er dann anfängt anzugreifen. Bogenschützen, bereit machen. Ich hätte gerne eine kleine Verteidigung, bevor ich das anfange. Gott, sind die schon immer teuer gewesen? Ich könnte mit Holz arbeiten, aber so viel Holz habe ich auch nicht. Ja, der Anfang einer Mission, wenn der Gegner so viel hat. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogen. Das ist gerade unsere einzige Verteidigung, die wir haben. Ist ein kleines Goldsymbol? Ja. Das Schöne ist, solange mein Herzog ist, gibt es natürlich noch keine Verbrechen. Das ist ganz normal. Das hat jetzt nichts mit unserem Stand zu tun, das ist einfach so. Die denken sich, er ist erst Herzog, wir machen noch keine Verbrechen. Wir haben gar keinen Käse mehr. Ich muss unbedingt das normale Stronghold irgendwann mit euch spielen. Das ist nämlich gerade ein Soundtrack daraus. Und es ist einfach so ein geiles Spiel. Es ist noch ein bisschen anders als das, aber es gibt es jetzt in HD und ich hoffe, ich kann es jetzt mit einem neuen Aufnahmeprogramm auch aufnehmen. Ach ja, der hat den Hammer. Es ist ja der Hammer. Ein Schwert ist bestimmt unangenehm, aber ich glaube, so einen Hammer abzukriegen ist... so ein Vorschlaghammer. Allerdings... das Schwert verteilt sich schlechter auf deinem Körper. Das heißt, es macht halt mehr Schaden. Wie gesagt, ich habe schon mal ein paar Bilder gesehen von Schädeln, die gefunden wurden, die von Schwertklingen getroffen wurden, Menschen. Mit einem richtigen Schwerthieb kann man schon einen Kopf wahrscheinlich zerteilen. Also der eine Schädel war ungefähr auf der Nasenwurzelspitze bis zur Hälfte durch. Kann ich mir gut vorstellen, dass der Mann nicht mehr gelebt hat oder die Frau. Ich weiß nicht, was es war. Die Produktion darf nicht zum Erliegen kommen. Genauso darf unsere Ehreproduktion eigentlich auch nicht zum Erliegen kommen. Hey, die haben gar keinen Namen mehr. Ach doch, rechts. Meine Schuld. Diese Steuern sind ein wenig hoch, Sire. Ich bin ein bisschen beunruhigt, wenn ich ehrlich bin. Es ist okay. Könnt ihr nicht bezahlen, bezahlt später. Ich bin eigentlich nicht so böse, wenn ich genug Geld habe. Da bin ich wahrscheinlich der erste Herrscher, der so denkt. Wir sind bereit. Alles wird gut, Männer. Ja, das hoffe ich doch. Bogenschützen, vorbereiten. Wir haben jetzt 18 Stück schon mal. Ich riskiere es jetzt einfach mal. Ja, Sire. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Denkt an die Ausbildung. Unsere Sehnen sind gewachst. Vielleicht bleibt auch vollkommen defensiv, das kann man nicht, kann ich so noch nicht beurteilen. Oder er stürmt gleich mit allem los, was er hat. Dann wären wir am Arsch. Scheint ihn gar nicht zu stören. Nur ein Ziel. Ist das ein Streitkolbenkämpfer? Unsere Truppen werden angegriffen. Euer Zeichen, Sire. So, die Bogenschützen sind halt wirklich ein Problem für mich. Bogenschützen, bereit machen. Den Rest kriegen wir hin. Eure Leute. Wir bewegen uns.
Ja, das war schon clever, aber es sind zu viele. Gehen in Stellung! Dass die immer die Bauern ermotten, verstehe ich nicht. Aus meiner Sicht ist es einfach unnötig. Ja klar, er schießt alles an, das macht am meisten Sinn. Eure treuen Bogenschützen. Ein paar Mal schon verloren. Die Männer sind guter Dinge. Was? Ach so, ich schieße auf meine Leute, auf meine Bauern. Und damit, dass ich es erobert habe, bringe ich Leid über dieses Volk. Ist das nicht schön? Ich kriege jetzt aber auch mehr Ehre. Das heißt, ich kann rein theoretisch meine Pfeilproduktion noch aufstocken. Unsere Bögen werden singen. Das sollte man vielleicht bedenken, wenn man die Länder reinholt. Dass sie natürlich dann auch anfangen, die Gebäude unsere zu zerstören. Truppen werden angegriffen. Wir sind bereit. Sire, da ihr zum ersten Mal einen Fuhrmannsposten benutzt, lasst mich euch kurz die Bedienung erläutern. Bogenschützen, vorbereiten. Wählt die Güter aus. Na, Holz brauche ich jetzt nicht so von denen. Ja, Sire. Ziehen los! Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Auf die Plätze, Männer! Brauch auf jeden Fall mehr Bogenschützen demnächst. Um die Ländereien besser zu holen. Ich brauch viel mehr Bögen. Die Lanzen brauche ich irgendwie gerade gar nicht. Unsere Sehnen sind gewachst. Gebt uns nur ein Ziel. Okay, sie greifen uns, wie es aussieht, an. Die scheinen die besseren Einheiten zu haben. Ja, scheinen sie wirklich zu haben. Wir bewegen uns. Gehen in Stellung. Bogenschützen in Bewegung. Die Männer sind guter Dinge. Zusammenbleiben. Ach, sie holen die Sachen auch zurück. Wir müssen anfangen, hier zuzumachen. Euer Zeichen, Sire? Bogenschützen unterwegs. Vielleicht war es auch Zufall, dass sie es jetzt geholt haben. Augen auf, Männer! Ja, Herr? Ich würde gerne hier hinten zumachen. Speere hoch! Bogenschützen, bereit machen! Und am besten hier alles wegballern. Ich habe nämlich auch schon eine Idee. Ziehen los! Mit diesem Rundturm. Dazu müssen die gut, da aber erstmal unsere weg. Unsere Bögen sind ungeduldig. Wir ach, jetzt läuft er los. Leute. Danke. Auf die Plätze, Männer. Ich habe noch die Bogenschützen da oben jetzt. Wie lautet die Mission?
Die werden gleich mit den Bauern aufgehalten. Vielleicht aber auch nicht. Dann gehen einfach hoch zum König. Wie dem auch sei. Ja, wie weit kann ich vor? Der Burgherr wird angegriffen. Der hält das aus. Eure treuen Bogenschützen. Unsere Bögen werden singen. Da hoch. Wir bewegen uns. Und die Lanzenkämpfer. Waffenbrüder vorwärts. Nehmen da mal Stellung. Ihr wollt mal das wieder. Jetzt haben wir wieder keine Ehre mehr. Aber mit der neuen Länderei wird das schon wieder klappen. Die uns dann auch noch haufenweise Obst liefert. Käsehammer. Unsere Truppen werden angegriffen. Ja, von Bauern. Ja, Sire. Wählt die Güter aus. Wählt die Menge aus. Die Güter sind auf dem Weg. Ich mach mal ausnahmsweise hier noch ein, zwei Käsereien. Nicht, dass sie ohne Essen rumstehen. Wählt die Güter aus. Der darf schicken, was er will. Wie zur Hölle kommt er da hoch? Wo ist der Feind? Wir sind die Besten unter den Besten. Wenn's nur so wäre. Okay, hat uns ja was gebracht, glaube ich. Oh, ich sehe gerade, ich brauche mehr Ochsenjochs. Habe ich vielleicht nicht ganz durchdacht. Ich könnte Ritter machen, aber ich habe leider nicht genug Zeug. Also ich habe die Sachen nicht, die ich dafür brauche. Aber wir kriegen auf jeden Fall Geld. Waffen kann ich ja eh nicht kaufen. Also eigentlich bringt mir das Geld so gut wie gar nichts. Da werden erstmal Leute niedergemeuchelt. So wie immer. Unsere Sehnen sind gewachsen. Ihr geht mal hier hin. Lanzen vorwärts. Reihen halten. Falls es nämlich zu Sachen gibt, mit denen die nicht klarkommen, könnt ihr ablenken. Das brauche ich unbedingt, diese Ländereien. Die dürfen auch nicht beschädigt werden. Da brauche ich dann viele Bogenschützen. Diese kleineren hier sind okay. Aber dieser mit Brot. Ich überlege gerade, ob ich noch mehr Leute hole. Einfach, dass es mit der Ehre schneller geht. Geht das mit der Ehre so schneller? Ich glaube nämlich fast gar nicht. Ich brauche einfach das Brot. Sonst komme ich nicht vorwärts. Und ich brauche mehr Bogenschützen. Gebt uns nur ein Ziel. Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen, bereit machen. Nehmen wir die alle. Gehen in Stellung. Ich habe ja noch ein paar Sachen zur Not. Ländereien bedeuten Ehre. Deshalb sollte man die auch entsprechend schützen. Auch wenn da haufenweise Leute dafür sterben müssen. Auf beiden Seiten vor allem. Vor allem Bauern. Die Männer sind guter Dinge. Unsere Truppen werden angegriffen. Wir sind eure Leute. Bogenschützen unterwegs. Augen auf, Männer. Bereit, Sire. Eure treuen Bogenschützen. Das wird schon alles. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Oh ja. Unglaublich, wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Ziel ich los. Zumindest. Bei euch weiß ich es noch nicht, aber ich habe Spaß. Naja, es sind wieder ein paar Streitis. Unsere Bögen werden singen. Oder im Englischen heißen die Mace Men, ich weiß gar nicht warum. Mace Runner. Wir sind bereit. Hat bestimmt jemand schon mal so genannt. Ist auch ein cleverer. Auf die Plätze, Männer. Noch ein Klughörnchen.
Ich weiß nicht, manchmal strebe ich mich so ein bisschen vor Aufnahmen. Wenn ich dann spiele, denke ich mir, oh, super, warum hast du dich davor gedrückt? Vor Stronghold auch, also ich weiß auch nicht. Dann fange ich an zu spielen, dann, boah, es macht mega Spaß. Das ist wie Arbeit, bloß denke ich mir dann nicht, ey, es macht mega Spaß, sondern ist Arbeit. Ja, Sire. Wir bewegen uns. Ich würde sagen, die holen wir jetzt runter mit. Unsere Sehnen sind gewachst. Gehen in Stellung. Solange ich sie auf offenem Feld bezwingen kann, ist auch alles okay. Ich glaube, ich baue mal noch eine Jauchegrube. Die hier ist. Bauen wir mal hier noch eine hin. Und den Wasserdruck baue ich jetzt auch mal. Ich traue dem Frieden einfach nicht. Ich baue es mal hier hin, wo die meisten Sachen sind. Ich habe gar nicht mehr genug Leute, oder? Dieses Gebäude hat keine Arbeitskräfte, Sire. Gebt uns nur ein Ziel. Bogenschützen in Bewegung. Ich fürchte, ihr werdet genug Ziele geben. Die Männer sind guter Dinge. My Lord. Für unseren Herrn. Gib mal den auch gleich. Euer Zeichen, Sire. Waffen Nein. bereit. Bogenschützen bereit machen. Bogenschützen unterwegs. Dann müssen wir jetzt standhalten. Weglaufen bringt nichts. Wir sind eure Leute. Eure treuen Bogenschützen. So, die machen Haus kaputt. Augen auf, Männer. Bin echt stolz auf euch. Neue Befehle. In den Kampf. Ja, in den Kampf. Unsere Bögen merken uns, da ist ein Haus kaputt. Befehle ziehen los. Sollten wir vielleicht nachbauen. Geht das nicht? Ich bin eine Ein-Mann-Armee. Ziehen los! Da darf ich nicht hinbauen. Da sind die Gegner zu nah. Wir sind zu dicht am Feind für den Bau. Dicht sind wir da jetzt auch nicht. Wir sind bereit. Gut, unsere Bögen sind ungeduldig. Danke, die Bogenschützen sind mich gerade das Gefährlichere. Ich tue, was ich kann. Bogenschützen, vorbereiten. Guck mal einfach mal, vielleicht kann ich mir noch was holen. Der Vormannsposten, wo ist denn der? Haben die überhaupt einen? Da. Wählt die Güter aus. Man dürft nicht rechtlich machen, sonst kommt das nämlich zurück. Wählt die Güter aus. Wählt das Ziel aus. Lass sie trotzdem mal ein, zwei Mal Käse machen. Ich möchte nämlich nicht, dass dann irgendwann die Nahrung ausgeht. Das nehmen die ja immer so übel. Die Lanzenkämpfer bleiben jetzt hier. Ich weiß, die machen bloß wieder Blödsinn. Wir sind verwirrt. Alles wird gut, Männer. Die muss ich besser schützen dann. Bauern habe ich denn eigentlich noch keine Ahnung. Unsere Sehnen sind gewachsen. Wir alle. Wir bewegen uns. Es geht auf jeden Fall vorwärts. Gib uns nur ein Ziel. Gehen in Stellung. Da muss ich wirklich rundherum alles schützen können. Sonst brauche ich hier gar nicht anfangen zu erobern. Unsere Truppen werden angegriffen. Euer Zeichen, Sire. Bogenschützen.